Es war so viel los bei uns. Wir haben Ja. getüftelt und gemacht an neuen Ausgaben. Dann kamen die Feiertage. Jetzt steht der nächste Feiertag schon wieder bevor. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Mai-Ausgabe ist pickenpacken voll mit Rezepten für Erdbeeren, Spargel, Grillen, Streetfood, Rhabarber und was auch immer. Du führst Ja. uns gleich durch die Ausgabe. Ich würde allerdings gerne mit einer Frage an dich starten, weil, ta-da-da-da, in der neuen Ausgabe haben wir in der Rubrik Leserrezepte nach Rhabarber-Rezepten von unseren Lesern gefragt. Ja. Und dann haben wir auch auf Insta und auch auf Facebook mal eine Frage gestellt, wer von unseren Lesern oder von unseren Fans überhaupt Rhabarber mag. Und das fand ich persönlich sehr erstaunlich. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es 80%, ich weiß nicht repräsentativ, aber 80% fanden Rhabarber, also mögen Rhabarber. Und auf die Frage, was machen Sie denn mit dem grünen, roten Stängel, kam eindeutig Kuchen, Kuchen, Kuchen. Und das ist natürlich immer so eine Sache. Was mache ich denn eigentlich? Also erstmal, Inga, vielleicht verrätst du uns, wie geht man mit Rhabarber um? Schält man ihn ja, nein? Und wie kann ich auch im Herbst noch Rhabarberkuchen Also wenn die Stangen so dünn sind wie bei dir und so zart noch aussehen, dann brauchst du die nicht zu schälen. Dann musst du einfach nur Die klein schneiden. Mini-Version. Genau, und die Blätter ab. Und dann so gegen Ende, also Ende Juni, wenn die Stangen dann schon ein bisschen dicker und holziger sind, dann sollte man die auf jeden Fall schälen, weil Ja. die Schale hat am meisten Oxalsäure und auch Nitrat, was dann halt in größeren Mengen nicht gesund ist. Also ja. Okay. Und außerdem, die Schale ist dann auch ein bisschen härter. Also man kennt das ja, dass man dann so diese Fäden halt auch im Essen hat, was sich dann nicht so gut Nee, anfühlt. nicht so Ja. angenehm ist. Aber Okay. je nach Sorte oder wenn die Stangen noch jung sind, so wie bei dir, dann ja, kann man das einfach dran lassen, dann bleibt auch die Farbe schöner, weil das schöne Rote dann halt mit im Essen ist. Perfekt, gut. Ja, und ich mache das immer so, ich friere das ein in Stücken und dann kann man das ganze Jahr über Rhabarberkuchen machen. Man muss den dann auch gar nicht groß auftauen, einfach ein bisschen antauen, dass man die Stücke halt auseinander machen kann. Und dann kann man das zum Kuchenbacken oder für Kompott oder Desserts auch nehmen. Und ja, da friere ich mir immer halt so ein paar Portionen ein. Immer schon die Beutel so, was ich halt für meinen Standardkuchen brauche. Und dann kann man den auch im Winter machen. Sehr gut, klasse. Vielen Dank für den Tipp und ja, ich würde mal sagen, auf geht's in die neue Ausgabe. Genau. So, wir haben vorher getüftelt, gemacht, getan, haben überlegt, wie kann man das Cover sehen. Inga, ich sehe gerade, es ist umgekehrt, umgedreht, auch bei dir. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber nun denn, wir gehen einfach mal durch, okay? Ja. Gut. Also, ich glaube, als erstes hatten wir diese große Foodtruck-Strecke, ne? Also Thema Foodtruck-Feeling war uns ja so ein bisschen wichtig. Wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ja, weil diese Foodtruck-Stände ja immer beliebter sind und da gibt es halt viele leckere Sachen, die wir auch gerne mal nachmachen würden. Und dann hat unsere Kollegin Marie da auch ein bisschen getüftelt und Ja. hat wirklich super leckere Sachen gemacht. Also hier zum Beispiel diese, Oh, die Hotdogs, ne? genau, die Hot Dogs, die Churros natürlich oder die hier finde ich auch super lecker aus Vietnam, diese gefüllten Brötchen. Genau, diese Hua Bao, ne? Also ist ja kaum auszusprechen, aber super lecker, Ja, ne? oder türkische Pizza haben wir auch dabei und diese Ja. asiatischen Nudeln, die man so kennt. Ja. Genau. Also Sehr da gut. kommt auf jeden Fall mal was anderes auf den Tisch. Super. Was uns als Redaktion, Frage an die Leser, interessieren würde, ist definitiv, findet ihr solche Extras wie jetzt zum Thema Foodtruck oder Grillen in Ordnung oder wollt ihr mehr Alltagsküche haben? Wie viel extra Themen dürfen wir machen und welche Themen interessieren euch? Allein schon, weil wir tüfteln ja schon an den Herbstausgaben und an den Weihnachtsausgaben. Also Stichwort Weihnachtsmarkt, Logo, ne? Aber was interessiert euch dann noch? Das wird uns wirklich interessieren. Schreibt uns das. Ja, Gut, super weiter gerne. geht's.
Genau, dann haben wir eine große Nudelstrecke im Heft, diesmal alles vegetarisch, weil das ist etwas, was uns immer wieder auffällt. Immer mehr Leserinnen fragen nach vegetarischen Rezepten, nicht weil sie nur vegetarisch essen, aber weil sie halt öfters vegetarisch für ihre Familie machen wollen. Und da haben wir dieses Mal eine richtig große Strecke drin mit Pasta-Rezepten von Lasagne über Spaghetti, Muschelnudeln. Hier haben wir Nudelsotto, das finden Kinder auch immer toll, also ja. Meine Tochter liebt das zumindest. Ja, scharfe Penne Arrabbiata und ja, alles vegetarisch. Und zum Thema vegetarisch haben wir auch noch eine Überraschung für euch ganz am Ende. Genau. Super. Ja, weiter geht's mit dem großen Thema, was wir seitdem es Rezepte mit Herz gibt, immer im Heft haben. 20 Seiten Barbecue mit 17 Rezepten und vielen Ideen. Und da, Ina, diskutieren wir immer, was kommt rein, was nicht. Wo wir uns einig sind, ne, ist, dass wir alles drin haben wollen, nur nicht. Grillmarinaden. Genau. Weil wir beide immer denken, also erstens hat da jeder sowieso schon so sein Standardrezept, wenn er es selbst macht. Wir beide machen das Fleisch meistens ganz ohne Marinade auf dem Grill. Und wir kennen natürlich auch viele Leute, die einfach das fertig Marinierte bei ihrem Metzger kaufen. Und ja, wir konzentrieren uns da immer so ein bisschen auf das Drumrum. Also was man halt außer Fleisch noch so dann beim Grillen dabei hat, also Salate, Dips, Grillsoßen, Brote, so, ja, hier sieht man es ganz gut, was alles drin ist. Genau, also es geht um alles, nur nicht ums Grillen, sozusagen. Passt nicht ums Grillen. Genau, hier haben wir auch super leckeres Rotwein- und Steinpilzsalz drin. Mhm. Und da haben wir auch noch ein tolles Spargelsalz, das haben wir dieses Jahr entdeckt von Sibi, die hat uns das empfohlen. Mhm. Und das ist wirklich mega lecker. Also wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, unbedingt mal probieren. Ja, das Rezept ist online und ich bin schon in die Großproduktion eingestiegen, damit ich jetzt auch mal so unterjährig Geschenke mal außer Marmelade habe. Das Rezept ist online. Spargelsalz hat mich persönlich echt, war ein super Tipp von Sibi, weil es ist wirklich so, man kann Soßen mit verfeinern, Salate mit verfeinern und es ist irgendwie dieses Aroma von dem Spargel ist wirklich ein Knaller. Also probiert es aus. Ich bin übrigens, weil ich ja jetzt, ich habe 20 Gläser hergestellt, bin ich zum Supermarkt, wo der Spargel frisch geschält wird und habe 2 Kilo Spargel, ja, 2 Kilo Spargelschale geholt und die getrocknet, gemacht, getan. Aber so war es natürlich einfacher. Erstmal musste ich die selber schälen, den Spargel. Und wie gesagt, beim Supermarkt wäre es sonst weggeworfen worden. Ja, also, perfekt. Eine Geschenkidee. Ja. Genau, so, weiter geht's. Wo sind wir? Genau, da sind wir mit dem Grillen durch. Ah, genau, dann, haha. Wir haben noch diese Rubrik Feel Good. Vielleicht, Inga, erklärst du mal, was da für Rezepte immer reinkommen. Also Stichwort gut in Form, Low Carb, Kalorien etc. Also das sind immer Rezepte, die ein bisschen leichter und ein bisschen gesünder, sag ich mal, sind als die anderen. Also die anderen sind nicht alle ungesund, aber hier legen wir besonders Wert darauf, dass viel Gemüse dabei ist, dass gutes Fett dabei ist, dass langsame Kohlenhydrate dabei sind und oft auch Low-Carb-Rezepte, die dann wirklich nur wenig Kohlenhydrate haben. Also für alle, die zwischendurch mal ein bisschen leichter essen wollen oder irgendwie nach der Grillparty denken, jetzt muss ich mal ein bisschen weniger wieder auf den Teller legen. Und ja. Ja, da haben wir auch super leckere Sachen. Also es ist nicht nur leicht, sondern auch lecker. Ja. Das ist uns halt auch immer wichtig. Ja. Genau, dann haben wir gesagt, okay, die Beerensaison, die eröffnen wir jetzt schon mal. Erdbeeren sind ja immer so die Vorreiter, aber in unserer Backstrecke haben wir nur ein einziges Erdbeerrezept drin und der Rest ist ein ziemlicher Knaller, würde ich sagen, ne? Mit Heidelbeeren, mit Brombeeren, also... Naja, wenn man den schon sieht, dann
kann man gleich losbacken. Ja, in der Tat, ja. Also, und welche ich ja cool fand, ist hier die Schokotorte mit Himbeeren, ne? Also, ja, die, ist natürlich die, die steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Ja. Ja, sehr gut. Okay, ja, weiter geht's durch, ah, genau, weiter geht's durch die Ausgabe. Sibi ist natürlich wie immer fest in jeder Ausgabe dabei. By the way, mittlerweile schon 3 Jahre. Also, vielen Dank. Ja. Hier auch an, in dem Fall nochmal. Die macht in dieser Ausgabe ja alles so ein Abend mit Freunden. Ne? Also jetzt, wo wir so langsam, aber sicher uns wieder ja, ein bisschen freier bewegen können, ist es vielleicht eine ganz gute Idee, mit kleinen Snacks die Nachbarn, ja, die Freunde zu empfangen. Ne? Genau. Genau. Dann Oma Christa ist auch dabei, wie in jeder Ausgabe. Und diesmal natürlich mit Spargelsuppe. Ja, der Klassiker. Die sieht auch echt so aus wie früher bei meiner Oma. Also die müssen ja auch unbedingt nachmachen. Was für mich, ich bin da ja mit groß geworden mit dieser Spargelsuppe. Und als wir das produziert haben, war für mich immer so, Mama, wie machst du es eigentlich, dass die irgendwie diesen ganz besonderen Geschmack hat? Und wie kriegst du das hin? Und für mich war das größte Learning, dass sie zum Schluss nochmal ein Eigelb runterrührt. Ja. Und das gibt der Suppe so eine feine, semi, also so einen tollen Geschmack, super. Also dies mit dem Ei kann ich, ja, weiterempfehlen, auch für alle anderen Suppen übrigens. Ja. Genau. Dann haben wir noch mehr Saisonhits mit Spargel und Erdbeeren. Mhm. Da sieht man auch schon, da ist alles Mögliche drin. Ja, vom Spargel-Curry, ein bisschen asiatisch, über ganz normal Spargel mit super leckerer Soße, Nudeln mit Spargel. Ja. Erdbeer-Limes haben wir auch drin. Oh, der Klassiker, genau. Getränke, auch gut. Stracciatella, Trifle mit Erdbeeren. Ja, das ist auch super lecker. Ja, sehr schön. Gut. Ja, und dann genau zum Schluss nochmal die Kinder, ne? Da haben wir, glaube ich, der Pfannkuchen, ne? Der Schneckenpfannkuchen, der ist irgendwie schon auch recht oft gepostet worden, haben schon einige nachgemacht. Also, der steht auch auf meiner Liste. Sehr gut, sehr gut. Ja gut, also dann, wie gesagt, wir können eigentlich nur viel Spaß mit der neuen Ausgabe wünschen. Schaut wirklich rein, es sind über 70 Rezepte drin, die wirklich irgendwie den ganzen Blumenstrauß der Saison, Erdbeeren, Spargel, Grillen, Rhabarber etc. innehaben. Und genau, das ist der Mai und im Juni haben wir noch unsere Überraschung, ne? Da. Geht's schon weiter. Jeder, der das Heft aufmerksam durchgeblättert hat, hat dieses Cover vielleicht schon gesehen. Anfang Juni bringen wir ein Sonderheft raus, nur zum Thema Veggie, weil wirklich Veggie ein Thema ist, was ihr immer wieder anfragt, wo wir auch viel, also ehrlich gesagt, die meisten Leserbriefe gehen zum Thema, warum macht ihr nicht mehr vegetarische Rezepte? Und es ist oft auch, wenn Abo-Kündigungen reinkommen, dann ist es so, dass in der Tat sagen, es ist mir zu wenig vegetarisch. So, wir hoffen hiermit, tun wir allen einen großen Gefallen. Ich persönlich muss echt sagen, wow, also ich bin keine Vegetarierin, aber hieraus weiß ich jetzt schon, was ich alles kochen werde. Ab 2. Juni im Kiosk oder aber natürlich online bei uns im Shop bestellbar. Noch nicht eingestellt, aber Mitte Mai wird das Heft dann auch online bestellbar sein. Und für alle, die heute oder morgen noch irgendwas Nettes sich selber schenken wollen oder aber verschenken wollen, wir haben heute und morgen eine Abo-Aktion mit unseren tollen Karten.